Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht singen. Und ich will mitentscheiden bei wichtigen Dingen. Meine Stimme gehört mir, ich kann ja sonst nicht reden. Und das, was ich für richtig halte, selbstbewusst vertreten. Wir von Mehr Demokratie sind hier auf dem Kirchentag vertreten, denn Demokratie ist eine Baustelle. Demokratie ist etwas, an dem man immer arbeiten muss, nichts Fertiges, was man einmal als gegeben ansehen kann. Deswegen wollen wir als nächsten Stein den bundesweiten Volksentscheid in das Haus der Demokratie einbauen, um es so zu stabilisieren und langfristig für die Zukunft festzumachen. Wir von Mehr Demokratie sind heute zum Tag des Grundgesetzes hier, weil wir uns für bundesweite Volksentscheide einsetzen. Los, Fabio! Mehr Demokratie hat sich aus einem Impuls gegründet, wo es nicht in allererster Linie um Verfahren ging, nicht um den Volksentscheid oder das bessere Wahlrecht, sondern Mehr Demokratie ist aus einem Impuls gegründet, wo es um Freiheit und Selbstbestimmung geht. Ich möchte eins zu Beginn sagen. Ich glaube, eine entscheidende Kraft von Mehr Demokratie liegt darin, bis heute, dass wir immer unsere Idee mit aller Kraft gefasst haben, sehr rein, und dass diese Idee zum Ausgangspunkt hat, den freien Menschen, und zwar jeden und jede Einzelne. Es war ein wunderschöner Weg, den wir gegangen sind. Er war deshalb so wunderbar, weil die Menschen so schön sind, die man unterwegs trifft. Volksentscheid! Bundesweit! Volksentscheid! Bundesweit! Volksentscheid! Bundesweit! Insoweit bedanke ich mich auch für den Impuls, den Sie geben. Ich kann nur sagen, wir selbst sind willens und entschlossen, das in den Koalitionsvertrag mit reinzubringen. Es ist genau das frei geworden, was wir uns mit der direkten Demokratie ja auch erhoffen, dass wir jeden Menschen, ausnahmslos jeden Menschen in der Gesellschaft als fähig ansehen, dass er für seine eigenen Angelegenheiten eintreten kann, dass er sich einmischen kann und für das Gemeinwohl einstehen kann, und dann fängt es an und die Bürgergesellschaft kommt ins Blühen. Das ist ein unglaublich schöner Moment.